Hey, in diesem Video zeige ich dir ein bisschen was Ausgefalleneres, und zwar eine Mac and Cheese Bratwurst. Mac and Cheese ist ja generell ein amerikanisches Nudelgericht, wo Nudeln und Käse mit drin sind. Um eine Bratwurst zu machen, brauchen wir natürlich auch noch Fleisch, und dafür habe ich einmal Schweinenacken und Schweinebauch und als Einlage dann eben gekochte Macaroni-Nudeln und Käse. Bei dem Käse ist es wirklich wichtig, dass man eher so einen amerikanischen Käse nimmt, also Scheiblettenkäse oder ähnliches, weil der sonst bricht, und das wollen wir nicht. Da werde ich die Tage oder Wochen auch nochmal ein separates Video dazu machen, wie man so einen Käse für eine Wurst gut herstellt, dass er eben schön zerläuft und nicht irgendwie in Fett oder sowas ausbricht. Dann haben wir noch Salz und Pfeffer und ein bisschen Zwiebelpulver und Knoblauchpulver, und das ist es auch. Der Fokus liegt quasi auf den Nudeln und auf dem Käse. Bei den Nudeln muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären. Einfach nach Packungsbeilage kochen. Wichtig ist nur da, dass da wirklich genügend Salz im Wasser ist und die nicht komplett gar kochen, da die ja in der Bratwurst dann auch nochmal ein bisschen nachkochen. Dann das Fleisch in wolfgerechte Stücke schneiden und einmal für eine kurze Zeit noch in die Gefriertruhe, bevor wir das wolfen. Zum Wolfen habe ich jetzt hier eine gröbere Lochscheibe, gebe das einmal durch. Und dann die Gewürze hinzu. Und dann als nächstes einmal von Hand oder mit der Maschine richtig gut vermengen, dass da eine gute Bindung da ist. Und wie man jetzt hier sieht, wir machen das in mehreren Teilen. Als erstes das Fleisch, dann die gekochten Nudeln dazu und die einmal gleichmäßig verteilen. Ich mag das, wenn am Ende die kompletten Nudeln da drin sind. Deswegen habe ich es auch nicht mitgewolft. Wenn man kleinere Stücke haben will, kann man es natürlich auch wolfen und dann den Käse auch noch mit dazugeben. Je nachdem, ob man den auch mehr verteilt oder eher so einzelne Kammern haben will, kann man den natürlich größer, kleiner schneiden, mitwolfen. Ich mag das, wenn es wirklich so, ja, stark zerteilt ist und man das dann später auch schön sieht. Wie man jetzt hier sieht, hat es eine gute Bindung, und jetzt können wir es auch füllen. Ich nehme dafür Schweinedarm Kaliber 28-30. Und man sieht jetzt hier auch schön die einzelnen Stückchen, und das ist das, was ich meine mit, ja, den größeren Stückchen und dem, dass das Final dann auch so aussieht. Nach dem Füllen einmal abdrehen in der gewünschten Länge, immer nach vorne eine auslassen, dann wieder nach vorne eine auslassen, und dann sind die jetzt auch schon fertig. Und jetzt kann man die entweder so eingefrieren oder direkt grillen, oder was ich empfehlen würde, ist die einmal noch bei 70 Grad für so circa 30 Minuten zu brühen, dann abkühlen zu lassen, dann lassen sie sich besser aufbewahren. Und jetzt hier final sehen wir, wie schön die auch aussieht. Ist wirklich, ja, wie gesagt, ist was Abgefahrenes, aber wie man hier sieht, die Nudel ist schön durch die Bratwurst verteilt, Käse auch ab und zu, und je nachdem, ob man das jetzt halt eben mehr oder weniger mag, kann man das kleiner oder größer machen. Komplett dir überlassen, aber am Ende definitiv eine Bratwurst, die wahrscheinlich viele Leute so noch nicht gesehen haben und wahrscheinlich vielleicht auch viele jetzt sagen, na, sowas macht man nicht, aber ich würde sagen, da entscheidet einzig und allein der Geschmackstest. Und der Käse, oh, sieht schon toll aus und geschmacklich, ja, was soll ich sagen, ist eine lustige Sache, schmeckt echt eigentlich lecker, die Nudeln geben so eine ganz besondere Konsistenz, der Käse ist natürlich schön schmelzig, gibt einfach was Tolles, ist wirklich, ja, ist nichts für jedermann wahrscheinlich, aber ist einfach eine tolle, abwechslungsreiche Bratwurst, kann ich empfehlen. Das komplette Rezept ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.